Der CSU-Direktkandidat für die Landtagswahl heißt Dr. Harald Schwarz. Auch an ihn einen herzlichen Glückwunsch. Er hat es geschafft. Erster Kandidat. Stein vom Herzen gefallen? Mit Sicherheit. Es war eine Entscheidung, die eine lange Vorbereitung hatte, die letztendlich getroffen wurde, so wie es bekannt ist. Und natürlich freut mich das. Die CSU steht jetzt geschlossen. Natürlich geht es in die Zukunft rein. Welche Schwerpunkte werden denn gesetzt? Ich darf zunächst noch mal betonen, das Markenzeichen der CSU ist die Geschlossenheit. Die Schwerpunkte liegen eigentlich auf der Hand. Die liegen da, wo die Kompetenzen in Bayern und eben gerade auch der CSU sind. Das ist einerseits der ganze Bereich der Wirtschaftspolitik. Es ist der Bereich der Bildung und der Familie. Und da haben wir doch auch in der Region einige Anliegen, zwischenzeitlich aber auch einige Erfolge, die wir da darstellen können. Für die Stadt Amberg und für den Landkreis Amberg-Sulzbach, wo werden da Akzente gesetzt? Zunächst geht es jetzt darum, die Entscheidung des Kabinetts aus der letzten Woche mit Leben zu erfüllen. Alle oder sehr viele, die meisten, haben mitbekommen, dass wir jetzt in Amberg eine technische Hochschule haben, was ein großartiger Erfolg der bayerischen Politik ist, worüber wir uns auch freuen dürfen. Jetzt gilt es eben auch mit Leben zu erfüllen. Schwerpunkte müssen wir setzen, wenn es darum geht, den ländlichen Raum noch besser in München zu platzieren. Das fängt an, wo Bildungspolitik vielleicht zu sehr auf städtische Belange. Ich meine jetzt nicht Städte wie Amberg oder Sulzbach-Rosenberg, ich meine Städte wie München, Augsburg, Nürnberg, große Zentren, die natürlich ganz andere Anliegen haben als wir in unseren Bereichen, wo man diese ländlichen Themen etwas mehr betont. Es wird ja immer ganz gerne vom Speckgürtel München gesprochen. Wir haben es hier in der Oberpfalz natürlich mit dem demografischen Wandel zu tun. Wirtschaftspolitik ist gerade erwähnt worden, ist da ein sehr wichtiger Faktor, dass dem doch etwas entgegengewirkt werden kann. Also beim demografischen Wandel, glaube ich, ist die Politik oft vor unlösbare Aufgaben gestellt. Da können wir weniger eigentlich gestalten, nach meinem Dafürhalten, als die Rahmenbedingungen zu setzen, die anderen das Handeln ermöglichen, beispielsweise. Wir werden es nicht schaffen, die Leute mit finanziellen Anreizen dazu zu bringen, schlicht mehr Kinder zu haben. Wir müssen uns aber darauf einstellen, vor Ort zum Beispiel auch ein Leben im Alter, im ländlichen Raum entsprechend lebenswert gestalten zu können. Das heißt betreutes Wohnen, Senioreneinrichtungen in den Dörfern, in den Gemeinden, in den Städten. Das muss jetzt unser Anliegen sein. Es gibt verschiedene Anliegen. Natürlich spielt Bildung hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. In welche Richtung wird hier Bayern weitergehen? Bayern geht ganz klar dahin. Bildung ist der einzige Rohstoff, den wir haben. Das müssen wir fördern. Und ich darf es nochmal betonen, gerade in der letzten Woche wurde da ein ganz markanter Punkt gesetzt mit der Technischen Hochschule in Amberg, Weiden und Regensburg. Die Technische Hochschule, von der ich mir durchaus Akzente verspreche, erinnern sich daran, wir hatten im letzten Jahr bereits das Fraunhofer-Institut Umsicht und ich habe da den ein oder anderen Berührungspunkt als ehrenamtlicher Vorstand im Gründerzentrum Sulzbach-Rosenberg. Man merkt jetzt schon, wie uns das in der Region gut tut. Gut, es sollte nur ein kurzes Interview sein. Wir wünschen für den Wahlkampf natürlich viel Kraft, für die CSU natürlich im Einsatz. Und Prognosen können jetzt natürlich nicht abgegeben werden, aber dass die CSU, denke ich mal, auch wieder die absolute Mehrheit erringt. Das ist die Hoffnung, die sich damit verbindet. Aber wissen Sie, jedes Mal wieder muss man um jede einzelne Wählerstimme kämpfen. Das muss das Anliegen sein. Das nehmen wir sehr ernst und das werden wir auch tun. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Nochmal herzlichen Glückwunsch für die Wahl. Weitere Infos gibt es natürlich auch bei uns auf der Internetseite. Reinklicken www.csu-amberg.de. Danke fürs Interesse. Servus.